Du bist und bleibst ein absoluter Scheißkerl. Dauernd musstest du mit anderen Frauen vögeln. Deshalb habe ich dich verlassen. Du hast gesagt, dass du mich liebst. Aber du hast mich nie geliebt. Du hast immer nur dich selbst geliebt. Nein, wahrscheinlich nicht. Sonst hättest du auch mich lieben können. Johanna Perl. 7-mal deutsche Meisterin. Eigentlich könnte ich jetzt sterben. Sophia braucht mich nicht mehr. Sie schwimmt besser als ich. Habe ich Angst vor dem Tod? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich in die Hölle komme. Wenn es eine Hölle gibt. Hallo Johanna, du warst aber nicht gut drauf heute. Hallo Fritz, es geht mir gut. Hey Hanna, wie geht's dir denn? Wie fühlst du dich im Ruhestand? Naja. Vermissen uns schon? Ich bin froh, dass ich euch los bin. Das glaube ich dir nicht, Hanna. Ihr habt nie gemacht, was ich gesagt habe. Du am allerwenigsten. Lieber Gott, wenn es dich gibt, sag mir, warum ich noch leben soll. Lass mich doch einfach sterben. Oder soll ich das selbst in die Hand nehmen? Du antwortest nie auf das, was ich dich frage. Oder soll ich dafür in die Kirche gehen? Mann 45, nicht besonders schön, nicht besonders hässlich. Sucht Frau, die für ihn alles ist. Schwester, Mutter, heilige Hure, Gefährtin, Geliebte. Thank you.
Meine Mutter war für mich immer wie eine Heilige. Eigentlich wollte ich das auch sein. Ob Sophia mich auch so sieht? Ich glaube nicht. Denn 1000 Jahre sind vor dir. Wie der Tag, der gestern vergangen ist. Und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf. Wie ein Gras, das des Morgens sprost und des Abends welkt und verdorrt. Unser Leben wäre 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Denn es fähret schnell dahin. Als flögen wir davon. Komisch, dass mir das jetzt einfällt. Das habe ich damals bei meinem Deutschaufsatz fürs Abitur ans Ende geschrieben. Weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Ich bin eine Heilige und eine Hure. Ich kann vieles von dem, was der geschrieben hat. Ich habe seit 2 Jahren mit keinem Mann geschlafen. Richtig ficken würde mir bestimmt gut tun. Lieber unbekannter Mann, ich muss Ihnen gestehen, dass ich noch nie in meinem Leben auf eine Kontaktanzeige geantwortet habe, aber das, was Sie suchen, kann ich sein. Vorausgesetzt, Sie gefallen mir. Ob ich ein Foto mitschicken soll? Ich könnte eins nehmen, wo ich 10 Jahre jünger bin. Das Wunderschöne, das Herbert damals in Spanien gemacht hat, als es uns noch gut ging. Guten Tag, entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie so einfach anspreche. Ich sehe Sie seit einem Jahr. Heute habe ich mir vorgenommen, endlich mit Ihnen zu sprechen. Meine Frau ist vor 14 Jahren gestorben und hier beerdigt. Deshalb komme ich täglich hierhin. Ich habe Sie sehr geliebt. Sie sind eine sehr schöne Frau. Hätten Sie Lust, mit mir eine Tasse Kaffee zu trinken? Warum? Weil Sie einsam sind. Genau wie ich. Ich bin nicht einsam. Guten Tag.
Warum habe ich mich nicht auf die Zeit vorbereitet, wo ich nicht mehr arbeite? Bücher lesen hilft nicht. Vielleicht sollte ich selbst eins schreiben. Das machen viele in meinem Alter. Oder in der Welt herumreisen. Alleine reisen ist nicht besonders lustig. Reisen mit Herbert hat immer so viel Spaß gemacht. Also gut, jetzt bete ich zu dir. Lieber Gott, ich brauche deine Hilfe. Sag mir, was ich machen soll. Ich habe dich nie um was gebeten, seit ich 14 bin. Nein, das stimmt nicht. Ich will ehrlich sein. Du weißt ja sowieso alles. Bei meiner ersten deutschen Meisterschaft habe ich gebetet, dass ich deutsche Meisterin werde. Und ich bin's geworden. Vielleicht hast du mir tatsächlich geholfen. Vielleicht war ich auch einfach so gut. Wer weiß das schon? Aber jetzt bin ich hier in deiner Kirche und bitte dich um eine Antwort. Ich werde geduldig hier bleiben, bis ich was von dir höre. Vielleicht sollte ich richtig gut kochen lernen, einen Kochkurs besuchen. Frauen, die richtig gut kochen können, sind ja immer sehr begehrenswert. Vielleicht ist da was Wahres dran. Aha, ha. Jetzt mache ich schon Witze mit mir selbst. Johanna Perl? Oh, Sie sind das. Damit habe ich im Moment überhaupt nicht gerechnet. Nein, Sie stören nicht. Ich bin nur gerade beim Kochen. Nein, das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte Sie lieber in einem Café treffen. Morgen Nachmittag? Wäre Ihnen das recht? Um 3 Uhr? Haben Sie da Zeit? Woran erkenne ich Sie? Sie haben zwar geschrieben, Mann 45, nicht besonders schön, nicht besonders hässlich. Das trifft auf die meisten Männer zu. Was? Das trauen Sie sich wirklich, mit einer roten Rose in der Hand auf mich zu warten? Gut. Ich werde ziemlich pünktlich sein.
machen. Das ist nicht mein Glückstag heute. Das war meine Lieblingspfanne. Jetzt muss ich meine neue kaufen. Das ist ein gutes Zeichen. Ein bisschen Kriegsbemalung muss schon sein. Wenn er mir nicht gefällt, gehe ich aufs Klo und verschwinde. Sie sind Johanna Perl? Ja. Ich hatte schon nicht mehr mit Ihnen gerechnet. Schön, dass Sie doch noch gekommen sind. Darf ich?
Ich muss gestehen, dass ich fast betrunken bin. Ich war so nervös. Und ich habe eine Stunde auf Sie gewartet. Ich hatte ein paar Probleme zu lösen. Sie sind verheiratet? Nein, es war ein bisschen komplizierter. Was darf ich Ihnen bringen? Ein Espresso, bitte. Und du, noch ein Wodka? Nein, danke. Für mich bitte auch ein Espresso. Gut. Ich glaube, den kann ich jetzt gebrauchen. Meine Anzeige war ja schon ein wenig ungewöhnlich. Die Leute in der Anzeigenredaktion haben sich am Anfang geweigert, sie zu drucken. Sie haben sich an dem Wort Hure gestört. Ich habe Ihnen dann gesagt, dass das ein Henry Miller-Zitat sei. Das ist mein Lieblingsautor. Zweimal Espresso. Bitte schön. Ja. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Sie haben einen guten Geschmack. Auf Ihr Wohl. Sie haben ja noch immer nicht gesagt, wie Sie heißen. Verzeihen Sie mir bitte. Ich heiße Johannes Kreuzberger. Ich bin Schriftsteller und habe schon 4 Romane geschrieben, aber bisher noch keinen Verleger dafür gefunden. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Darf ich Johannes zu Ihnen sagen? Ich bitte darum. Lieber Johannes, wenn Sie mir Ihre Manuskripte geben, würde ich sie lesen. Ich lese nämlich gerne Romane. Sie sind die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Es war schön, mit Ihnen zusammen zu sein. Aber jetzt wäre ich lieber allein. Können Sie das verstehen? Sollten wir uns nicht duzen?
Warum? Wir haben miteinander geschlafen. Mir ist es lieber, Sie zu sagen. Heißt das, dass ich Sie nicht wiedersehe? Das weiß ich noch nicht. Aber Sie können mir Ihre Telefonnummer geben. Vielleicht rufe ich Sie mal an. Gehen Sie jetzt bitte. Gratuliere, sehr gute Zeit. Meine Tochter war heute Morgen nicht so gut. Wahrscheinlich hat sie sich wieder die ganze Nacht rumgetrieben. Mama, die sind für dich. Du schenkst mir Blumen? Gibt's ja einen besonderen Grund? Nein, überhaupt nicht. Hast du Geld? Nein, mir ging's heute nur besonders gut und da habe ich an dich gedacht. Hast du schon gefrühstückt? Soll ich dir ein Spiegelei machen? Nee, danke, ich habe gar keinen Hunger, Mama. Was denn? Du, ich war doch gestern im Netzwerk. Und ich habe da einen ganz tollen Typen kennengelernt. Also erst habe ich so alleine für mich so rumgetanzt. Und dann auf einmal war er da und hat mit mir getanzt. Und dann haben wir ein paar Gläser Wein getrunken und immer mehr getanzt. Die ganze Nacht getanzt. Es war so toll, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe mich sofort in ihn verliebt. Das ist mir noch nie passiert. Das war Liebe auf den ersten Blick. Und Mama, ich habe mit ihm geschlafen. Mama, er heißt Michael. Und er sieht auch aus wie ein Engel. Und er studiert Philosophie und er weiß alles. Ich habe mir überlegt, ob ich ihn heirate und Kinder mit ihm bekomme. Hast du ein Kondom benutzt? Mama, du weißt doch, dass ich immer welche dabei habe. Du, ich wollte morgen mit ihm vorbeikommen und ihn dir zeigen. Also nur, wenn es dir recht ist. Du könntest uns ja was kochen. Ich soll kochen? Das kannst du doch so gut. Ich hasse dich. Ich werde dich auch heute nicht besuchen. Ich finde, du hättest mich besser aufs Leben vorbereiten müssen. Aber du hast mich in eine Klosterschule gesteckt, damit du mit anderen Männern rummachen konntest. Papa hat dich geliebt. Du hättest ihn nicht verlassen dürfen. Nur weil er mit anderen Frauen geschlafen hat, das ist doch kein Grund. Alle Männer tun das. Und alle Frauen auch. Hallo. Hätten Sie heute Abend Zeit? Ich möchte Sie gerne einladen. Um 8 Uhr hier bei mir. Meine Tochter wird auch da sein. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Bitte seien Sie pünktlich, sonst wird das Essen kalt.
Die sind für Sie. Das ist aber lieb von Ihnen. Und mein letztes Manuskript habe ich Ihnen auch mitgebracht. Oh. Kommen Sie rein. Sie sind viel zu früh. Ich habe keine Uhr mehr. Und ich wollte auf jeden Fall pünktlich sein. Dafür musste ich meine Uhr ins Pfandhaus bringen. Kann ich Ihnen bei irgendwas helfen? Setzen Sie sich einfach dahin. Das kann aber wirklich ich für Sie machen. Ich kann ziemlich gut kochen. Wenn man allein lebt, muss man das lernen. Also gut, ich vertraue Ihnen. Sie sind für den Salat verantwortlich. Dann kann ich mich inzwischen umziehen. In einer halben Stunde kommt meine Tochter mit ihrem neuen Freund. Mein Gott. Sie sehen aus wie eine Göttin. Ich möchte mich hinknien und Sie anbeten. Was hindert Sie daran? Haben Sie sich für mich so angezogen? Nein. Darfst du wieder aufstehen? Ich habe das angezogen, weil das doch heute ein besonderer Abend ist. Sie haben mich eben geduzt. Ach, das ist mir nur so rausgerutscht. Ich werde in Zukunft besser aufpassen. Ich muss jetzt in die Küche, damit der Auflauf nicht anbrennt. Er ist mir so vertraut, als würde ich ihn schon lange kennen. Ich könnte ihm jetzt sagen, dass ich ihn liebe. Am liebsten würde ich Ihnen jetzt gestehen, dass ich Sie liebe. Dann tun Sie es doch! Ich liebe Sie, Johanna. Vom ersten Moment an, als ich Sie gesehen habe. Bisschen. Du, Mama, nee, ich hab echt genug. Nee, danke. Aber vielleicht die Männer? Du musst essen. Liebe Johanna, liebe Sophia und lieber Michael. Wir haben uns ja inzwischen etwas kennengelernt und über das gesprochen, was uns wichtig schien. Ein bisschen über die Vergangenheit, ein bisschen über die Zukunft und darüber, wovon wir träumen. Und wir haben dabei festgestellt, dass wir gemeinsame Träume haben. Ich möchte euch nur sagen, dass ich mich sehr wohl fühle bei euch. Ihr seid eine wunderbare Familie. Und dass ich das Gefühl habe, endlich da angekommen zu sein, wo ich hingehöre. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Ich bin glücklich.
Ja. Auf uns. Lass das, Sophia. Ich mach das schon. Kümmere dich lieber um Michael. Er gefällt mir. Danke. Genau das wollte ich von dir hören. Du, dann hauen wir jetzt mal ab und stören euch nicht weiter. Deinen neuen Freund finde ich auch okay. Ich finde es ganz toll, dass wir uns gleichzeitig verliebt haben. Habe ich gesagt, dass ich mich verliebt habe? Mama, das sieht man dir doch an. Du hast so ein Strahlen im Gesicht. Ja? Es tut mir leid, dass ich sie weggeschickt habe. Ich möchte, dass sie sofort zu mir kommen. Ich muss was ganz Wichtiges mit ihm besprechen. Aus wie eine Hochzeitsnacht. Sie haben doch gesagt, dass Sie etwas Wichtiges mit mir zu besprechen haben. Kommen Sie rein. Oder wollen Sie, dass ich mich erkälte? Ziehen Sie sich aus. Im Bett ist es schöner. Sie sind die unglaublichste Frau, die mir jemals begegnet ist. Du bist wunderschön. Komm endlich. Ich hatte plötzlich keine Lust, allein zu schlafen.
Ich fühle mich wie im Paradies. Von einer Frau wie Ihnen habe ich mein ganzes Leben lang geträumt. Dabei hatte ich schon jede Hoffnung aufgegeben. Jetzt hör doch endlich auf, mich zu siezen. Das ist ja total unnatürlich. Naja, aber Sie haben doch gesagt, dass... Was? Naja, dass Ihnen das lieber ist. Ihr Mann hier begraben? Nein. Der lebt leider noch. Der ist noch nicht tot. Meine Mutter. Ich denke gern an den Tod. Der Tod ist immer eine Möglichkeit im Leben. Als ich 18 war, habe ich das auch gedacht. Je älter ich werde, desto weniger denke ich daran. Ich will leben. Ein Leben mit Ihnen fände ich wunderbar. Ich hab dir doch gesagt, dass du mich duzen sollst. Wenn du möchtest, kannst du morgen bei mir einziehen. Ich habe ein Zimmer, das ich nie benutze. Ich kann es leer räumen und du kannst deine Sachen da reinstellen. Du kannst deine Wohnung kündigen und sparst Geld. Ich komme schon heute. Ich habe einen Freund, der hat einen Kombi. Da passt das Wichtigste rein. Ich muss das Zimmer ja erst leer räumen. Ich schaffe das nicht vor morgen Abend. Wer weiß, vielleicht dauert es auch ein bisschen länger. Ich rufe dich an, wenn ich fertig bin. Du bist gut in Form. Was wolltest du mir sagen? Johannes zieht zu mir in die Wohnung. Du bist ja ganz sicher, dass du mit Johannes zusammenleben willst. Total sicher. Du bist verrückt. Ja. Hier war ich bestimmt schon 7 Jahre nicht mehr. Hier muss wieder Leben rein. Sieht ja fast so aus, als hätte ich 7 Jahre mit einer Leiche gelebt. Die werfe ich nicht weg. Ich liebe Fotos. Warum habe ich nie fotografiert? Auch Sophia nicht, als sie ganz klein war. Mama hat immer fotografiert. Alles. Sie wollte das Leben festhalten. Solange es ging.
Ich krieg das alleine nicht hin. Bei jedem Ding, das ich in die Hand nehme, fallen mir tausend Geschichten ein. Wenn du morgen hier einziehen willst, musst du kommen und mir helfen. Kannst du fotografieren? Nein, das ist nicht genug. Ich will das richtig lernen. Okay, jetzt komm her und hilf mir. Also, ich bin Frank und wir bieten Ihnen den totalen Service. Sie können mich immer anrufen, wir machen fast alles. Umzüge, Renovierungen, Malarbeiten, Teppich verlegen, Fußböden abziehen. Also, wenn wir den Schrank mitnehmen, ist alles, was wir machen, umsonst. Wenn nicht, dann kostet Sie das, Frau Perl, 500 Euro. Also, den Schrank würde ich gerne benutzen. Es ist ein wunderbares Stück. Er ist sehr viel mehr wert als nur 500 Euro. Also gut, Frank, ich bezahle Ihnen lieber die 500 Euro. Ich vertraue meinem Freund. Hast du ein Bett? Wieso? Ich dachte, ich schlafe bei dir. Nein. Glaub mir, mein Geliebter, es ist besser für uns beide, wenn jeder sein eigenes Bett hat. Der Winter ist wieder tot. Jetzt beginnt ein neues Leben. Die ganze Welt ist wunderbar. Ich frage mich, wann Johannes schläft. Er schreibt wie ein Wahnsinniger. Vielleicht bin ich seine Muse. Er müsste nur mehr essen. Er ist schon ganz dünn geworden. Du warst mein Lieblingsbaum. Das ist jetzt dein Feuerbegräbnis.
Die sind gut. Wahrscheinlich hat dieser Brettmann recht. Ich bin ein Naturtalent. Naja, ich muss noch viel lernen. Aber ich habe ja Zeit. Ich mache nur noch das, was mir gefällt. Ich habe dir doch gesagt, dass du immer reinkommen kannst. Ich will dich nicht stören. Ich habe Respekt vor deiner Arbeit. Ich liebe dich. Ich habe eine Krise. Jetzt sitze ich schon seit 3 Stunden hier und mir fällt nichts ein. Wenn du willst, dass ich lese, was du gestern geschrieben hast, dann zeig es mir. Und ich sag dir, was ich denke. War das nicht eine gute Idee? Es ist nicht gesund, Tag und Nacht an der Schreibmaschine zu sitzen. Der Frühling ist so schön. Du bist so schön. Ich habe in einer Kirche gebetet. Und dann bist du gekommen. Ich glaube immer mehr, dass es Gott gibt. Dass er dich zu mir geschickt hat. Seit du da bist, geht es mir gut. Ich glaube nicht an Gott. Ich brauche keinen Gott. Schon gar nicht, seitdem wir zusammen sind. Du bist mein Gott. Meine Göttin, natürlich. Du bist in solchen Sachen immer sehr genau. Ich liebe das. Deine Korrekturen sind immer richtig. Fast immer. Immer. Ich möchte mich bei dir bedanken, dafür, dass du mich geboren hast. Ich verzeihe dir jetzt, dass du Papa verlassen hast. Ich werde nie wieder hierher kommen. Ich verlasse dich. Ich liebe mein Leben. Jetzt will ich leben und glücklich sein und nie mehr an den Tod denken.
Da. Sie werden immer sicherer. Ihre Fotos sind eine Entdeckungsreise. Sie sind ein moderner Kolumbus. Sie entdecken die Welt. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie als Fotografin eine große Zukunft haben. Das Buch wird allerdings kein Bestseller. Dazu sind Fotobände zu teuer. Ich schätze, 2.000, 3.000 Stück könnten wir schon verkaufen. Wenn das so ist, wie Sie sagen, wie viel kriege ich dann? 10% vom Netto-Ladenpreis. Ich bin absolut zufrieden mit dem Computer, den Sie mir vor 2 Monaten verkauft haben. Schön. Und jetzt kaufe ich den gleichen Computer nochmal. Da muss doch ein Rabatt drin sein. Hm? Das ist eine ganz kleine Verdienstspanne nur bei dem Gerät. Ich will einen Rabatt. Sonst verlasse ich Ihren Laden und Sie verdienen gar nichts. Hm? Der Computer ist für meinen Geliebten. Also 100 Euro. 100 Euro könnte ich runtergehen. Aber dann bringt mich mein Chef heute Abend um. Also ich bin tot, aber Sie haben Ihren Computer. Danke sehr. Sie sind sehr, sehr mutig. Und sehr nett. Geht doch. Stört dich das Geräusch? Ich will, dass du mehr Licht hast beim Schreiben. Überhaupt nicht. So leicht habe ich noch nie geschrieben. Es geht wie von selbst. Dann mach weiter. Brettmann hat gesagt, du musst in 3 Wochen fertig sein. Die Veröffentlichung deines Romans. Ich wünsche dir Erfolg. Ich werde dich immer lieben. Du kannst tun, was du willst. Ich richte dann meine Frage auch an Sie, Frau Sophia Perl. Wenn es auch Ihr Wunsch ist, mit dem hier anwesenden Herrn Michael Wiese die Ehe einzugehen, antworten Sie bitte mit Ja. Ja.
Sie haben beide meine Frage übereinstimmend mit Ja beantwortet. Deshalb erkläre ich Sie Kraft Gesetzes zu rechtmäßig verbundenen Ehelon. Nein, Johannes. Eine Hochzeit ist genug. Oh. Genau so ein Bett bräuchten wir. Aber das ist leider ziemlich teuer, Mama. Das macht nichts. Ich bewundere deinen Mut. Ich bin noch nicht mutig. Ich liebe Michael. Johanna. Für dich. Noch druckfrisch. Ach, das sieht ja wunderschön aus. Ich werde es sofort lesen. Du hast doch schon alles gelesen. Ja, gedruckt ist alles anders. Du kannst ja gleich die Druckfehler anstreichen. Dann können sie es in der zweiten Auflage korrigieren. Falls es überhaupt eine zweite Auflage gibt. Ich bin sicher, dass es noch ganz viele Auflagen geben wird. Ich gehe das Buch jetzt noch ein paar Freunden zeigen, ja? Später. Lieber Gott, macht, dass der Roman ein Bestseller wird. Mein Geliebter hat den Erfolg verdient. Vielleicht verstehst du nichts von Romanen, aber ich verstehe was davon. Du kannst mir da schon vertrauen. Ich hätte ihm so gern gesagt, wie sehr mir sein Roman gefällt. Entschuldige bitte, aber es ist später geworden, als ich dachte. Hast du Hunger? Soll ich dir ein Spiegelei machen? Dauert nur 10 Minuten. Ich bin hundemüde. Ich habe überhaupt keinen Hunger und muss jetzt erst mal schlafen. Darf ich reinkommen? Komm rein. Komm her. Ich kann jetzt nicht. Ich habe gleich einen wichtigen Termin. Eine Journalistin will ein Interview machen. Schade. Ich wollte dir so viel sagen. Mir hat dein Roman noch viel besser gefallen. Ich muss los. Du wirst jetzt berühmt. Alle werden dich lieben. Auch alle Frauen. Wie kommst du damit klar? Das ist nicht leicht. Aber vielleicht gefällt dir das. Du bist ja noch so unerfahren. Mein armer Geliebter. Alle Frauen sind Hexen. Sie haben eine ungeheure Macht. Du hast wahrscheinlich keine Chance. Lieber Gott, lass ihn stark sein. Ich möchte nicht, dass er mich verlässt. Wenn er mich betrügt, verlasse ich ihn.
So wie meine Mutter, mein Vater. Obwohl ich das absolut scheiße finde. Ich kann einfach nicht anders. Musst du verstehen. Ich will nicht eifersüchtig sein. Soll er doch seinen Spaß haben mit dieser Journalistin. Wenn er zurückkommt, schmeiße ich den Computer an die Wand. Ich fange an, ihn zu hassen. Welche Ehre. Du warst 2 Wochen weg. Eigentlich wollte ich dich umbringen. Ich hätte dir zuerst deinen Schwanz abgeschnitten. Dann hätte ich dich in kleine Teile zerlegt und alles in eine Mülltüte gepackt und in einen See ausgeleert. Nach 1 oder 2 Wochen hätten die Fische alles weggefressen. Ich war in Paris. Ein französischer Verlag will, du hast gesagt, auch verlegen. Es musste alles ganz schnell gehen. Tu as dit que tu m'aimes? Nix Französisch, ne? Und Denise hat das alles für mich organisiert. Denise? Ja, die Journalistin, von der ich dir erzählt habe. Die war von meinem Buch so begeistert, dass sie sofort Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat. Wir mussten sofort losfliegen. Und in Paris war der Teufel los. Wir haben 1000 Leute getroffen. Wir? Sie musste doch mitkommen, um all die Kontakte herzustellen. Ach ja, natürlich. Der französische Verleger ist ein Traum. 1000-mal besser als dein Herr Brettmann. Er hat sofort verstanden, um was es mir geht. Um eine Beschreibung der Welt, so wie sie jetzt heute ist. Und um eine Beschreibung der Gefühle, wie sie die Menschen heute haben. Du hast mit ihr geschlafen? Es geht doch jetzt um viel, viel mehr. Du hast mit ihr geschlafen? Ja, das ließ sich irgendwie nicht vermeiden. Du weißt doch auch, wie das so ist. Ja, ich weiß auch, wie das so ist. Ich möchte, dass du deine Sachen zusammenpackst und hier verschwindest. Deinen Computer kannst du mitnehmen. Ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg. Hoffentlich wirst du mit Denise glücklich. Und bitte ruf mich nie wieder an.
muss ihn vergessen. Es in seinem Roman vorhergesehen. Was er geschrieben hat, ist passiert. Wir haben seinen Roman gelebt. Ich bin Dagmar und er ist Paul. Es ist unsere Geschichte. Und ich wiederhole alles, was Mama gemacht hat, obwohl ich das überhaupt nicht will. Ich liebe ihn immer noch. Wenn er jetzt mit seinem Auto gegen einen Baum fahren würde, würde ich weinen an seinem Grab. Wenn er bloß aufhören würde, mich anzurufen. Ich sollte mir eine andere Nummer geben lassen. Ich würde seine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter vermissen. Immerhin erfahre ich so, was er macht und dass er noch lebt. Dieser Wald ist wie ein Lebewesen von einem anderen Stern. Wie Johannes. Als wir uns noch geliebt haben. Vielleicht ist er ein Gott. Er ist zu mir gekommen, um mich zu retten.
um meine Gedanken an den Tod zu vertreiben. Um mich stark zu machen. Ich liebe dich. Und du hast auch gesagt, dass du mich liebst. Lass mich sofort von ihm scheiden. Warum macht er das? Und ich glaube, an allem bist du schuld. Du hast ja gesagt, dass ich ihn heiraten soll. Du hättest mich warnen müssen von der Ehe. Ich kann ja noch nicht mal mit ihm sprechen. Du bist erwachsen, Sophia. Du wolltest Michael auf der Stelle heiraten. Du hast ja gesagt. Ich liebe dich. Egal, wie du dich entscheidest. Ich werde dich lieben, solange ich lebe, weil du meine Tochter bist. Glaubst du mir das? Ja, Mama. Wenn ich dich nicht hätte, dann würde ich mich umbringen. Warum ist das Leben so schwer? Weil jeder Mensch alle Möglichkeiten in sich hat und alle Unmöglichkeiten. Ein Philosoph hat mal gesagt, jeder Mensch für sich ist eine eigenständige Welt. Wenn zwei zusammenstoßen, gibt es scheinbar unlösbare Konflikte. Wenn man Geduld hat, löst sich was immer alles von ganz allein. Vielleicht liegt ein Fluch über unserer Familie. Ein Fluch, der uns zwingt, alles zu wiederholen. Einen Weg geben, diesen Fluch zu brechen.
Träume. Könnt ihr mir helfen? Könnt ihr mir helfen? Du darfst 7 Tage lang nichts essen und 7 Tage lang nichts trinken. Und dann musst du hierher kommen. Dann erzählen wir dir, was du tun musst, um diesen Fluch zu brechen. Das klingt für dich zwar wie ein Märchen, aber es ist die Wirklichkeit. Wieso hat der Wald die Stimme von Johannes? Immerhin kann ich noch ganz normal Auto fahren. Oder muss ich ins Irrenhaus? Er ist weg. Ich habe ihn rausgeschmissen. Ich dachte, dass es mir besser gehen würde, aber ich fühle mich, als ob er mich ausgespuckt hätte. Wir gehen heute zusammen aus. Okay? Danke. Schatzi. Carpaccio di Manzo. Rohes Rinderfilet, hauchdünn. Weißt du schon, was du isst? Ich habe ein Gelübde abgelegt. Ich darf 7 Tage lang nichts essen und 7 Tage lang nichts trinken. Vielleicht sollte ich das auch tun. Dann geht's mir vielleicht besser. Du musst essen, mein Schatz. Vergiss ihn. Es gibt noch viele andere Männer. Mir ist der Appetit vergangen. Ich habe die Nase voll von Männern. Ich fühle mich so allein. Wenn du willst, kannst du eine Weile bei mir wohnen. Das Zimmer ist ja frei. Hm? Nein! Nein! Geh weg! Geh weg! Du bist eine Hexe! Geh weg! Lass mich! Mama!
Warum schläfst du nicht? Du hast ganz wild geträumt. Und dann hast du ganz laut geschrien und um dich geschlagen. Mama, ich hatte richtig Angst. Was habe ich gesagt? Nein, nein, nein. Du bist eine Hexe. Lass mich los. Und den Rest habe ich nicht verstanden, aber irgendwas von einem Fluch. Ich hatte Angst um dich, Mama. Bin ich wieder da, lieber Wald. Ich habe 7 Tage lang nichts gegessen. Bin völlig ausgehungert. Ab und zu musste ich was trinken, sonst wäre ich gestorben. Jetzt kannst du mir sagen, was ich tun soll. Wenn du nichts sagst, werde ich hier erfrieren. Willst du das? Oder sagst du nichts, weil ich ab und zu was getrunken habe? Du solltest ja nicht so kleinlich sein, finde ich. Oder willst du, dass ich sterbe? Willst du, dass ich sterbe? Vielleicht muss ich aufhören, verrückt zu spielen. Vielleicht muss ich einfach wieder was essen. Weißt du das? Ich weiß es einfach. Meine Mutter erwartet dich schon. Wusste sie denn, dass ich komme? Keine Ahnung. Komm rein. Vielleicht hat sie dir ja verziehen. Wenn du nicht gekommen wärst, wäre ich verrückt geworden. Ich war immer bei dir, egal was du gemacht hast. Jetzt habe ich alles verstanden. Wir leben nicht in deinem Roman, wir leben in der Wirklichkeit. Da ist alles möglich. Ich denke, dass du das noch nicht weißt, aber ich werde dir das zeigen.
verstehe nichts, aber ich weiß nur, dass ich zu dir zurückkommen will, weil ich dich liebe, weil ich dich immer geliebt habe. Hör auf zu weinen. Ich bin da. Und ich bleibe bei dir. Bleibe bei dir, bis du steinalt bist. Ich werde 120. Dann bist du 100. Jetzt ist alles gut. Meine Frau. Johanna, ich möchte nicht, dass du das machst. Du bist doch nicht meine Dienerin. Ich bin alles. Deine Mutter, deine Schwester, Geliebte, Hure, Gefährtin und Dienerin. Das hast du doch damals gesucht in deiner Annonce. Kommt es so vor, als sei ich 20 Jahre älter geworden. Ich bin jetzt so alt wie du. Wir sind ebenbürtig. Ich habe gelitten wie ein Hund. Ich habe daran gedacht, mich umzubringen. Es geschieht dir recht. Mein armer Geliebter. Du musstest erst mit anderen Frauen ficken, bevor du wusstest, dass du mich liebst. Hier habe ich auf dem Boden gelegen und mit den Bäumen gesprochen. Sie haben mir geantwortet. Ich habe sie wirklich sprechen gehört. Aber es war deine Stimme. So was gibt's. Davon bin ich fest überzeugt. Kann es sein, dass es für jeden Mann immer nur eine Frau gibt? Er kann in Amerika leben und sie am Kilimandscharo. Sie sind füreinander geschaffen. Irgendwann einmal werden sie einander begegnen. Vielleicht erst, wenn sie 80 sind. Wenn sie sich einmal getroffen haben, kann sie nichts mehr trennen. Auch keine französischen Journalistinnen. Verzeih mir bitte. Ich habe dir schon lange verziehen. Meinetwegen kannst du mit so vielen französischen Journalistinnen ficken, wie du willst. Wurscht. Aber ich bin klüger geworden. Weh tut es trotzdem. Es ist wunderbar, mit dir durch die Gegend zu fahren. Ich schenke dir mein Auto. Ab jetzt gehört es dir. Aber du liebst doch dein Auto. Dich liebe ich mehr. Wenn du mit dem neuen Roman fertig bist, fahren wir nach Spanien. Das schenke ich dir. Das Essen ist gleich fertig. Du schwimmst, als ob du 20 Jahre jünger geworden wärst. Bin ich auch. Mama, kann ich dir meinen neuen Freund vorstellen? Nein, ich misch mich da nicht mehr ein. Ich habe aufgehört, dich zu hassen. Ich habe mit dir meinen Frieden gemacht. Du hast mich endlich erlöst, mein Kind.
Es hat lange gedauert. Jetzt kann ich meine Ruhe finden. Du musst nicht mehr an mich denken. Ich bin tot. Und du lebst. Mein Ex-Mann hat mir immer verboten, beim Frühstück Zeitung zu lesen. Ich liebe das. Es ist so gemütlich. Kommst du heute mit mir schwimmen? Ich bin mitten im Schreiben. Ich weiß jetzt, wie der neue Roman heißt. Willst du den Titel wissen? Ja. Wie eine streunende Katze. Naja, wie kommst du da drauf? Keine Ahnung. Er war plötzlich da. Und er hat mir gefallen. Dann ist er richtig. Johannes, das musst du lesen. Hör zu. Der Sprung über den Besenstiel. Das tausendfach Getane so zu tun, als wäre es das erste Mal. Über die Kunst des Heiratens. Das haben die für dich und mich geschrieben. Deutlicher kann es nicht sein. Hier steht, was wir tun sollen. Du bist mein Mann. Ja oder nein? Ja. Dass ich krank werde. Vielleicht muss ich sterben. Aber ich will leben und meinen Roman zu Ende schreiben und dich heiraten. Bin fertig. Mir tut alles weh. Du bist ganz heiß.
Er hat es überstanden. Nach 2 Wochen, dann ist er wieder ganz in Ordnung. Dann können Sie ihn heiraten und zusammen alt werden. Sie sollten dafür sorgen, dass er öfter Sport treibt und nicht so viel arbeitet. Er hat in seinen Fieberträumen immer von einer streunenden Katze erzählt. Das bin ich. Nein, das ist sein neuer Roman. Er lebt seinen Roman. Sie sollten ihn lesen, wenn er gedruckt ist. Worum geht es? Um eine Frau, die ihren Geliebten verloren hat. Und beinahe verrückt wird. Du musst langsamer schwimmen, ich kann nicht so schnell. Johanna Kreuzberger, geborene Perle. Willst du diesen deinen Ehemann? Johannes Kreuzberger aus Gottes Hand nehmen, ihn lieben und ehren und in Freud und Leid nicht verlassen und den Bund der Ehe mit ihm heilig und unverbrüchlich halten, so sprich ja. Ja. Dann kniet nieder. Und der Segen Gottes, des Allmächtigen, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, er komme über euch und bleibe bei euch, jetzt und immer da. Liebe Gäste, Freunde, Herr Pfarrer, ihr seid sicher fürchterlich hungrig und ich will nur sagen, Johanna und ich, wir beide sind sehr, sehr glücklich. Wir haben den Weg in unser Paradies gefunden und das ist keine Übertreibung. Es ist so. Prost, lasst es euch schmecken. Möchtest du fahren? Ich will, dass du fährst. Ein weiter Weg. Das macht nichts. Wir haben Zeit. Wenn du müde wirst, halten wir an und schlafen in kleinen Hotels. Ich habe im Internet schon ein paar rausgesucht. Wir könnten von Gibraltar nach Marokko fahren. Da wollte ich schon immer hin. Ein Sonnenaufgang in der Wüste. Wäre das nicht wunderschön? Du kannst so viele Sonnenauf- und Untergänge haben, wie du willst. Ich tue, was du sagst, weil ich dich liebe und weil ich dankbar bin.
scheint die Sonne. Sie macht uns schön und glücklich.